gib jetzt Ruhe, quasi. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Wenn eine Person anfängt, das in eine Frage zu spammen, dann. Ja. Und er lässt halt trotzdem das Spiel im Vordergrund. Darauf will ich sagen, er lässt das Spiel im Vordergrund. Und niemanden stört's, wenn nicht auf ihn eingegangen wird. So. Mittlerweile siehst du halt bei Henno, 60% des Streams ist interagieren mit dem Chat. Wie fühlt man sich dann als YouTube-Zuschauer? So, danke, dass du das Spiel spielst, worauf sich Leute Monate gefreut haben. Und so disrespectest du quasi die Leute. Er ist jetzt nicht leider so ein extrem Disrespect oder was immer, ne? Wirkt jetzt vielleicht ein bisschen gemein. Aber ne, ist halt so, ist halt. Leute haben so lange drauf gewartet und sie kriegen einfach nur irgendein Twitch-Wort. Anstatt die Qualität, die sie gewohnt sind. Okay. Ja, es gibt da wirklich Leute, die haben sich da extrem drauf gefreut. Ich hab mich auch drauf gefreut. So, yo, endlich geht's weiter, Dark Souls bei ihm, nice. Und dann heißt's, ja, Twitch-Chat nimmt jetzt 20% des Bildschirms ein, meine Follow-Alerts. Das Karma? Oder Dummheit? Beides. 20% nehmen jetzt vom Twitch-Chat eingenommen, dann noch 20% vom Follow-Alert und zusätzlich fängst du auch noch an, hier durchgehend nur noch mit auf den Chat einzugehen, der Chat spoilert dich, du lässt dich spoilern, ist halt einfach irgendwann dann doch lachhaft. Finde ich. So. Das ist meine Meinung. So, vor allem Dark Souls ist halt ein Spiel, sich da spoilern zu lassen, ist halt echt uncool. Kann ich das nicht rausnehmen? Oh, ich will Prudentium mit. Ja, wie gesagt, irgendwann ist halt lächerlich. Weiß ich nicht. Und vor allem, er wusste halt, ja, das finde ich ja immer noch am dreisten. Er wusste, dass die Leute auf YouTube schon so eine extrem schlechte Meinung zu dem ganzen Twitch-Zeug haben. Ja, und sie sind langsam mehr oder weniger, ne, haben gesagt, okay, gut, jetzt, ne, ja, wird ein bisschen besser zurzeit, okay, akzeptieren wir jetzt, ne, sind drüber hinweg. Und dann bringt er sowas. Ne, ein Kommentar hat geschrieben gehabt, Mensch, die Leute auf YouTube, die Twitch-Streams so schon nicht gewollt haben, denen wird das richtig freuen. Mit dem Text-to-Speech. Ja, hat sie richtig gefreut. So. Oder wie ein anderer gesagt habe, jetzt fühlt es sich halt wirklich an, als wäre es einfach nur eine Provokation. Finde ich halt auch. Ich finde, das war, ist zu 100% nur noch eine Provokation jetzt. kann man mir sagen, was man will? Das ist eine Provokation. auf 5, dann machen wir auch eine Ho. Kann man mir sagen, was man will? Jetzt provoziert das. Die ganze negative Comments. 15, 20 Prudentium.
Also er hätte es doch kommen sehen müssen. Warum macht er es dann trotzdem? So. Irgendwo kann man dann auch einfach, kann man auch einfach nicht mehr sagen, ja, okay, Leute reagieren über. Ne? Das war gezielt einfach nur eine Provokation, finde ich. Das ist lächerlich, finde ich. Und sich dann beschweren so, oh, ich krieg negative Kritik. Ja. War doch irgendwo vorherzusehen, oder? Also, weiß ich nicht. Eieiei. Ja, die Sache ist halt auch, wir haben irgendwie so ein kleiner Streamer gewesen. Ja. Hätte wahrscheinlich die wenigstens gekümmert. Ne, aber die hätten ja trotzdem wahrscheinlich gesagt, ja, mach mal nicht, bitte. Oder ein kleiner Streamer wäre wahrscheinlich gesagt haben, oh, ja, okay, sehe ich ein, Entschuldigung. Ne, würde ich denken. Keine Neverstars machen. Ja, hätte ich zumindest gedacht, dass sie irgendwann gesagt, dass ne, ein kleiner Streamer gesagt hätte, oh, das kommt nicht gut an, was ich hier mache. Zeit für eine Planänderung. Also ich, ne, hätte ich sowas gemacht. Ja, und jemand wäre eine Mehrheit hätte gesagt gehabt, ja, finden wir jetzt nicht so gut. Na, klar, hätte ich persönlich wahrscheinlich auch die Kommentare, die halt wirklich beleidigend sind, hätte ich wahrscheinlich auch weggemacht. Ne? Weil, wie gesagt, sowas ist einfach inakzeptabel. Sich benehmen wie eine offene Hose, nur weil die Person nicht mehr das macht, was man mag. Absolut inakzeptabel. Unakzeptabel, würde ich sagen, aber. Wobei die englische Seite aus mir raus. Aber zusätzlich würde ich mir trotzdem denken, okay, es kommt nicht gut an. Die Person hat sich jetzt wahrscheinlich, ne, jetzt wirklich bescheiden ausgedrückt. Aber irgendwo muss ja was dran sein. Ne, würde ich denken. Würde ich sagen, okay, ich versuche Kompromiss einzugehen. Ne, zum Beispiel, ne, wie er zum Beispiel einen Twitch-Chat gemacht hat, halt kleiner gemacht. Follower-Alerts aus, ne, hätte ich halt, ne, zum Beispiel hätte ich das in seiner Situation wahrscheinlich auch gemacht. So. Facecam. Gut, ich meine, dass kein Greenscreen mehr ist, irgendwen interessiert. Das ist halt. Whatever. Finden viele Leute auch nicht gut? Meine Güte. Ah, ne, was denn? Interessiert mich jetzt nicht. Okay, sieht man halt einen Hintergrund, cool. Alter. Aber ich verstehe es trotzdem. Ne? Wenn Leute halt sagen, ja, aber ne, ist trotzdem blöd. Gefällt mir so nicht. Ne? Da muss man sich halt wirklich auch immer selber fragen, okay. Warum habe ich jetzt die. Habe ich jetzt die Nether Stars gecraftet? Bin doch echt ein Held, oder? Ja. Ich würde sagen, verstehe ich, okay. Überlege ich mir, Kompromiss einzugehen. Na, das, was er halt gemacht hat mit den. Chat-Kleine machen, Follower-Lots aus. Finde ich, war guter Kompromiss, gute Lösung. Aber das mit dem TTS war zu 100% irgendwo ein bisschen Provokation. Also, ob es jetzt gewollt war oder nur unterbewusst, ich glaube nicht, dass er so dumm ist. Okay. Er ist ein smarter Typ. Also, ob es jetzt unterbewusst war, dass er es trotzdem reingemacht hat, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, muss er wissen. Ich kann ja nur meine Meinung äußern, die er nie sehen wird. Bin wahrscheinlich die wenigsten interessiert, aber
Na. Ja. Leider schade. Ich habe seine Videos immer gefeiert gehabt. Das geht, glaube ich, ging, glaube ich, auch. Geht auch, glaub ich, auch vielen so. Die davon jetzt ein bisschen enttäuscht sind. Aber naja, kann man halt nichts machen, sage ich mal. Also, doch, klar, kann man was machen. So einfach nicht mehr zuschauen. Ist ja leider die einzige Option. Weil er selbst hat ja gesagt gehabt, wenn es euch nicht gefällt, dann geht. So, was kannst du da als Zuschauer dann machen? Richtig, einen besseren Stream finden. So wie mich. Nein, Spaß. Na, aber es ist halt. Ich finde das einfach ein absoluter Disrespect an die Leute. Fand ich halt absolut nicht in Ordnung. Als Budget Content Creator finde ich das halt wirklich, wirklich nicht gut geregelt von ihm. Ich versuche halt auch. Ich versuche auf Kommentare einzugehen, weil ich dann drauf eingehen kann. Ne? Wie zum Beispiel, Rico allein hat heute 5 Kommentare abgegeben. 4. Irgendwie so. Aber auf jedes einzelne geantwortet. Grundsätzlich, wenn jemand einen Kommentar schreibt, ich gehe drauf ein, soweit ich kann. Wenn es einfach nur heißt, boah, geiles Video, echt cool, weiter so. Daumen hoch, Herz, danke dir. Ne? Ich muss nicht jedes Mal schreiben, jo, vielen Dank, finde ich super, dass du geantwortet hast. Ich glaube, das ist dann schon. Ich persönlich finde, das wirkt dann ein bisschen aufdringlich. Aber ich könnte mich natürlich auch irren. Ne? Vielleicht wollen Leute das. Kann ja sein. Ich persönlich müsste es jetzt nicht haben, dass mir ein YouTuber, ne, auf jedes Mal Kommentare oder auf mein eines Kommentar antwortet. Mit danke dir, schau öfters mal vorbei, bitte abonnieren, ne, sowas halt. Mache ich allgemein nicht, ne? Das Einzige, was ich sage, ist halt, ne, Kommentare und Kritik sehr gerne. Aber ich glaube, ich habe bisher noch nie ernst gemeint gesagt, jo, abonnieren bitte, ne, wir haben hier dieses Abo-Goal und ne, Twitch-Partner, YouTube. Partnerschaft, yo, das will ich machen, ne, sondern wer abonnieren will, vielen Dank, ne, ist super, bin ich sehr froh drüber. Und ja, wenn nicht, auch in Ordnung, ne. Ich muss jetzt nicht zwangsweise wissen, warum Jürgen außer ne, nicht abonniert, sondern einfach nur ab und zu mal reinschaut. Ja, ist in Ordnung. Es ist halt die Interaktion, die für YouTube zählt. Ja, ich meine, für YouTube-Partnerschaft braucht man, glaube ich, 2000 Abos oder irgendwie so ein Minimum. Es ist eine bestimmte Zahl, die man an Wiedergabezeit braucht, Aufrufe, also Aufrufe im Jahr oder im Monat, eins von beiden, und Abonnenten. Währenddessen auf Twitch, Affiliate, einmal 5 oder 10 Aufrufer insgesamt haben, 5 Tage in der Woche gestreamt haben oder irgendwie sowas und ich glaube 100 Follower oder sowas haben. Du bist ein Twitch-Affiliate und kannst da Geld machen. Deswegen bin ich da zum Beispiel Affiliate. Deswegen kann ich auch Sub-Goals machen. Sonst müsste ich Follower-Goals machen und das finde ich noch komischer irgendwie. was wollte ich jetzt machen? Weiß es nicht. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja, es wird heute mal eine lange Aufnahme. Versuche gerade ein bisschen mein Workflow in Anführungszeichen ein bisschen anzupassen, möchte ich sagen. So zum Beispiel, ja, ich weiß ja, dass das Projekt, was ich vorhabe, viel Zeit in Anspruch nimmt.
Also muss ich schauen, dass ich zum Beispiel meine Aufnahmezeit und sowas alles ein bisschen anpasse, dass ich halt auch Zeit habe zum Ändern, zum Schneiden und all das. YouTube-Zeug halt. Ja, und das. Da muss ich jetzt versuchen, ein bisschen umzustrukturieren. Persönlich, also ich glaube, hier wird man wahrscheinlich nichts merken. Außer irgendwann heißt mal, ich kam nicht zum Aufnehmen. Oh, scheiße. Ja. Weil ich ab und zu Community Post, wenn. Ja, wenn mal irgendwas ausfällt. Und sich ganz klar warum. Ja, zu den Community Posts gehen. Ich lasse immer rechtzeitig wissen. Ja, von wegen, ja, fällt aus, sorry, kam nicht zu. Ich glaube, das letzte aktuelle ist Borderlands 3 ist eine Woche später gestartet, als ich eigentlich wollte. Liegt daran, weil Lennart und ich beide krank geworden sind. Habe ich Community Post gemacht, von wegen, ja, kommt leider noch nicht, sind krank geworden. Ja, einfach kurz, bündig, easy. So, deswegen. Ich weiß nicht, wie YouTube das mittlerweile na, macht mit den Community Posts, ob die irgendwie großartig gesehen werden schon oder die, ob du da auch wieder immer noch so ganz obskur da direkt hin musst und nachschauen. Ich glaube, in der Startseite sollte es eigentlich so ein kleines Feld haben. Weiß ich nicht. Weiß ich alles nicht. Ja. Oh, meine Packs so wieder. Kann nicht fassen, dass ich auch so viel weggeworfen habe. So, ich muss die Toolkost, klar. Ja, stimmt. Keine Skullies. Aha. Sollten, glaube ich, jetzt genug Skullies sein. Na, also, wie gesagt, ich versuche halt auf Sachen einzugehen, sofern sie da sind. Wenn nicht, auch in Ordnung. Weil ich halt nichts drauf eingehen, ne? Ist ja okay. Aber ja. Ich zwinge ja niemanden. Ne? Ich sage, Kommentare und sowas sind gerne gesehen. Aber wenn ich kommentieren will, dann kommt wer nicht kommentieren. Ist okay. So. Das würde mich jetzt nicht umbringen. Würde mich freuen, ne? Auf jemanden eingehen zu können. Aber wenn nicht, dann nicht. Das ist doch in Ordnung. Genauso wie beim Stream zum Beispiel. Ja, Chat-Interaktion ist immer sehr wichtig, ne, für jeden Streamer. Und ich würde zum Beispiel auch sehr begrüßen, wenn Leute vorbeischauen, ja, mal ein bisschen zuschauen. Streamst du auf Englisch? Aber wenn ihr auf Deutsch schreibt, gehe ich auch auf Deutsch drauf ein, zum Beispiel. Ja. Ich habe im Titel extra stehen: Jer-Eng. Ja, also Deutsch oder Englisch. So, ist halt kein Problem. Zwei. Zwei. Ja, ist ja kein Problem. Wenn Leute lieber auf Deutsch reden wollen, können sie auch auf Deutsch reden. Die Option ist da. Wieder Torches hier. Kann natürlich niemanden zwingen, ne? 5, 6, 1, 2. Habe ich da irgendwie ein bestimmtes Muster? Ich einfach random, ne? 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 6. 5, 9, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 6. Kann man hier schauen. Das da.
2 Hunter weg da. 2. Jetzt haben sie alle wenigstens ein richtiges Muster. Jawohl. Ja. Ich muss mal aufpassen. Hältst du noch nicht ganz über den Berg? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11, 12, 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So. Ich muss auch, glaube ich, noch einen Chunkloader wieder setzen. Ich glaube, es ist keine schlechte Idee, wenn man Chunkloader alle, ne, jedes Feld, jede 4 Felder hinsetzen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie groß der ist. Ich glaube, hier steht 5x5 drin. Wo ist er denn? Moment. Irgendwo ist er. Einmal Computer. Ich meine, ich könnte auch so ein Anker-Upgrade für die Quantum Entangle Porter nehmen. Gibt's Machine Chunk Loader? Weiß ich nicht. Alter, gibt's da 5x5 Shank Area Loader? Standard Route der Gadget. Machen. Weil, ja, wie gesagt, auch unter den Jungen hier stellen. Zack. Ich glaube, ich kann es mir auch anzeigen lassen. Genau so. Und die Chunks. Hier 5x5. Ist ein Chunk. Wird schon passen. Hm. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, das ist sogar ein 5. Oh. Aber mein. Haben wir auch geklärt. Und warum ich das hier gerade so mache, ist, ich hätte eine Megatroschliste gehabt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hier kommen die nächsten Felder hin. Müssen wir gleich nochmal schauen, was wir da hinsetzen. Kann ich dich nicht eigentlich auch? Wo bist du, ne? Out of range. Also mal wieder Dinger dran setzen. Irgendwie keine Ladung oder so, ne? Ja, doch.
Oh. Okay. Einfach um vielleicht nochmal einen abschließenden Punkt reinzubringen. Community ist für sehr viele YouTuber sehr viel wert. Genauso wie ihre Meinung. Und Kommunikation mit der gesagten Community ist extremst wichtig. Und ist mehr oder weniger entscheidend für die Gesundheit des Kanals. Deswegen, man wird kaum bis gar keinen YouTuber finden, der sagt, meine Community interessiert mich nicht, ich mache, was ich will, und wenn es denen nicht passt, dann können sie gehen. Ja, solche Leute wird man tatsächlich kaum bis gar nicht finden. Und wenn doch, dann sind das einfach nur fällt das deutsche Wort nicht ein. Ich muss googeln. Berechtigt. Unberechtigt. Was ich suche, ist halt das Wort für entitled. Naja, die denken, die haben das Recht auf eine Community und diese Community muss sich halt damit abfinden, was man macht. Dabei ist das eigentlich mehr oder weniger umgekehrt. Die Community hat ein Recht darauf, dass der Creator auf sie eingeht. Ne, immerhin möchte der Creator was von der Community. Ich meine, ja, die Community will irgendwo auch was von dem Creator. Aber die Community kann halt auch einfach sagen, ja, okay, dann gehen wir. Tschüss. Es ist quasi so, als würde man jemanden die Luft wegnehmen. Sag ich mal. So, ja, er braucht die Luft. Aber wenn er sich wie ein Arsch benimmt, nehmen wir halt einfach die Luft weg. So, da kann ich auch mal sehen, was passiert. Gott, ey. Wenn ich jemals groß werden sollte und irgendeine Scheiße in der Richtung mache und dieses Video ist irgendwo nicht untergegangen, link mir dieses Video. Das wird, glaube ich, ein guter Wake-up-Call für mich. Der dann sagt, oh, Moment mal. Ich werde genau das, was ich nicht sein will. Mist. Naja. Aber wie gesagt, auch ich persönlich. Community wird bei mir auch groß geschrieben. Also. Da muss man keine Bedenken haben. Man muss auch nicht zu schüchtern sein oder irgendwas zu schreiben oder was auch immer. Nur so. Nebenbei. So. Ich kann natürlich gerade noch nicht wirklich weitermachen. Ich kann dort nehmen. So. Ja, wenn irgendwo Unmut oder sowas ist, gehe ich natürlich auch drauf ein. Oder versuche etwas zu ändern, wenn es jetzt nicht zu unrealistisch ist. Ja, wenn jemand sagt, ja, guck mal hier, solche Stellen wie hier kannst du, wäre vielleicht schlau raus zu editieren, weil zum Beispiel hier passiert nichts. Oder